Es gibt dort gesunde, keimfreie Luft. So verspricht es zumindest die Website. Auf etwa 840 Metern Seehöhe. Das mag in diesen Zeiten, in der jeder noch so verborgene Weltwinkel kontaminiert ist, wie das ersehnte Exil klingen. Und dennoch ist dieser Ort derzeit geschlossen. Nicht zugänglich, wegen der Vorgaben der Bundesregierung. Gemeint ist die Hermannshöhle, die größte Tropfsteinhöhle Niederösterreichs und das wichtigste Fledermaus-Winterquartier dieser Region. Die Höhle bei Kirchberg ist touristisches Ziel und wichtiger zoologischer Forschungsplatz. An den Eingängen findet ein Monitoring statt. Das Forschungsprojekt Bad Life zählt mehr als 400.000 Ein- und Ausflüge von Fledermäusen im Jahr. 125.000 Fotos werden ausgewertet und die Bestimmung der zahlreichen Arten, die vor allem aus dem pannonischen Raum kommen, vorgenommen. Wäre die Höhle für Menschen zugänglich, führten elektrisch beleuchtete Wege durch die unterirdischen Gänge, vorbei an Tropfsteinen und seltenen Gesteinsformationen, begleitet von kundigem Fachpersonal. Der Philosoph und die Höhle der Fledermäuse. So ist ein Artikel aus dem Jahr 2001 betitelt. Angesprochen ist Ludwig Wittgenstein, der die Hermannshöhle bei Kirchberg am Wechsel und deren Fledermäuse besuchte. Er begleitete seine Schüler und Schülerinnen der Volksschulklasse dorthin. Ist das ein Omen oder lediglich eine merkwürdige Koinzidenz? Wer bricht hier auf? Wittgenstein, der Denker, der die Einsamkeit übt, die uns aktuell kollektiv anempfohlen wird? Einer, der sich aus dem intellektuell vitalen Wien hinaus auf das Land begibt, ein Gelehrter unter Bauern wird, ein Millionärssohn, der sein Erbe als Kapitalismusgegner verschenkt. Ein Mürrischer, der niemals die lokale Mundart annimmt, abends nicht die Gesellschaft im Wirtshaus sucht und morgens nicht grüßt, der konsequent soziale Distanz hält. Warum zieht Wittgenstein dorthin? Welche Räume braucht er, um zu denken? Welche Landschaften? Ist es nötig, die Beziehung zu Freunden, Gefährten und Herkunft dafür zu kappen? Die Gegenden, die sich mit ihm verbinden lassen, ähneln einander in der Topographie und dem Temperaturmittel. Sie zeigen die Züge der Einsiedelei und Unwegsamkeit, sind abgeschieden und schwer zugänglich, doch sind es keine Wüsteneien, sondern üppig grüne und klimatisch unterkühlte Landschaften. In Norwegen baut sich der Philosoph über dem Eidsvatnetsee ein Blockhaus. In der Nähe eines der großen Fjorde, an einer nahezu unzugänglichen Anhöhe. Der britische Künstler Mark Riley baut das Blockhaus als Diorama nach, wie in einer Modelleisenbahnlandschaft mit kleinem Balkon und hängenden Fensterläden. Eine andere Wittgenstein-Landschaft sind die schroffen Küsten Irlands, die unbequeme wechselnde Wetter zeigen, und schließlich zieht es ihn in die bucklige Welt. Wittgenstein nimmt für 6 Jahre eine Anstellung als Volksschullehrer an, und zwar 1920, vor genau 100 Jahren, in Trattenbach, in Buchberg am Schneeberg und in Ottertal. In heutigem Licht fügt sich sein Weg in die niederösterreichischen Marktflecken wie ein Puzzle zusammen. Ist er ein Seher, ein stiller Prophet mit rätselhaften Hinweisen, die uns bislang verborgen blieben wie manche seiner dem mystischen nahen Sätze? Was bedeutet dem Sprachsinnigen das Wort Wechselgebiet? Und was suchte er bei den Fledermäusen, die als Wirte Mitverursacher der gegenwärtigen Krise wurden? In einem Jahr, in dem die spanische Grippe wütete und an einem Ort, der St. Corona heißt, St. Corona am Wechsel.